So, dann besetzen wir jetzt den Anbrüter. Hier sieht man den Anbrüter bereits im Einsatz. Ich habe hier bereits mehrere tausend Bienen drin. Besetzt ist er mit einer Wasserwabe, einer Pollenwabe, einer Futterwabe. Das Besetzen habe ich heute Morgen schon durchgeführt. Das kriegt ihr schon hin. Drin sind mehrere tausend Bienen, circa 6 bis 7 Brutwaben habe ich dafür hineingeschüttelt. Es ist auch schon ordentlich Betrieb im Kastel. Und den Anbrüterkastel besetzen wir jetzt. Um den Anbrüterkastel zu besetzen, habe ich hier einen Napf mit einem Trägerpropfen hineingesetzt als kleine Richtungsangabe, wo wir sind. So, die ersten Deserteure versuchen bereits auszubrechen, das ist sowas. Also die kommen da auch nicht so unbedingt raus. So, und ja, dann starten wir einfach. Man nimmt den Zuchtstoff aus einer ausgewählten Brutwabe, aus einem Volk, den man züchten möchte. Hier habe ich eine Brutwabe. Und wichtig ist natürlich, dass in dieser Brutwabe auch jüngste Brut vorhanden ist. Die haben wir hier drin und man sucht einfach sich die Winzlinge heraus von der jüngsten Brut, die gerade frisch geschlüpft sind. Das ist natürlich besonders schwer zu erkennen, dafür haben wir auch eine Taschenlampe dabei. Und dann schauen wir mal rein. So. Die jüngste Brut sieht man in einem Ring liegen. Und wichtig ist, es funktionieren im Grunde genommen die bis zu 3 Tage alten Larven, die hier noch im Gelee Royal liegen. Die kann man verwenden. Und da sucht man sich die Winzlinge heraus. So, die jüngsten liegen hier auf der Seite, sehe ich gerade. Ja, drehen wir mal einmal um. Gefallen tut mir das noch nicht wirklich, vielleicht findet man noch was Besseres. Eine interessante Wabe habe ich mir gegriffen. Ein Wechsel aus frischen Stiften und Larven. Das, wenn man es nicht so gut sehen kann. Am Start. Oh, die Winzlinge. Die sind alle schon ein bisschen zu groß, die kann ich nicht nehmen. Diese Reihe hier sieht gut aus, die schnappen wir uns. Dann fahren wir einmal mit der Nadel hinein. Die sind aber auch schon zu groß. Ah, da waren auf der anderen Seite noch jüngere. Aber oh, die sehen besser aus. Nehmen wir die. Dann mit der Nadel hinein. Unter dem Winzling drunter fahren. Am besten von hinten, wenn es dann geht, wenn er dann gut liegt. Da man die Tätigkeit nur einmal im Jahr macht, ist man nicht immer nur geübt. Dann den kleinen Kerl da hinein. Und ab damit in den Anbrüter. Und dann den nächsten. Ja, das wird schwierig. Er will nicht rausschlüpfen. So. Abstreifen. So. Und dann der nächste bitte. Suchen wir uns die ganz kleinen Winzlinge raus. Je kleiner, desto höher die Erfolgschance.
Und am besten die, die schon ordentlich im Gelee-Röhr liegen. Dann mal wieder ein. So. Vorsichtig abstreifen. Und wieder hinein. Bitte. Die Nadel ein bisschen reinigen, damit es nicht so klebrig ist dabei. Dann suchen wir uns den nächsten Winzling. Ja, das ist einer von der richtigen Größe. So, wieder vorsichtig abstreifen. Spinde du. So. Wo? Das können wir nicht hier frech werden. Und wieder hinein damit. Am nächsten. Und so geht es der Reihe nach durch, bis man den Ambrüter voll hat. Wichtig ist, dass man sich wirklich die Winzlinge raussucht. Da hinten ist eine, die wirklich nicht älter als 2 bis 3 Tage sind. Abstreifen. So. So, neugierige Kollegen kommen natürlich wieder angeflogen hier. So müssen wir nach und nach den ganzen Anbrüter besetzen. Einzelne Ausbrecher werden nicht schaden, es sind wie gesagt einige tausend in dem Kastel drin. So. Da drin. So. Die eine oder andere hat mittlerweile schon gerochen, dass oben der Ausbruch, eine Ausbruchschance besteht. Ja, den habe ich jetzt versehentlich umgedreht. Wird wahrscheinlich nichts mehr werden dann. Ach, der sieht gut aus, den schnippen wir uns hier. So geht's dahin. Komm raus, du. So, da haben wir wieder einen Winzling. Und da.
Mal wieder ein Winzling. Da ist einer, der sieht gut aus. Den nehmen wir uns. Wie gesagt, solange sie im Gelee Royal liegen, sind sie zu gebrauchen. Ah, den kann ich vergessen jetzt. Tschüss. So. Wenn ihr euch bei dieser Arbeit, wenn ihr ihn nicht richtig kriegt und richtig platzieren könnt, gebt ihn lieber weg. Die Bienen werden die Zelle ausräumen. Jede verletzte Made wird nicht angenommen. Ja, kommen wir nicht dran. Nehmen wir uns den hier. Umso besser. Ja, haben wir schon. Ja, komm hoch, hoch. So. Ja, langsam herrscht etwas Betrieblichkeit. So. Übrigens eine Situation, die man als Wochenimker hasst, ist, wenn das Wetter plötzlich umschlägt mitten in der Arbeit. Das habe ich heute Morgen und gestern schon alles vorbereitet. Das Pflegevolk ist entweiselt und der Anbrüter besetzt mit Pflegebienen. Und was passiert? Am Nachmittag will ich umlaufen und da hinten am Osten zieht sich gerade ein Gewitter auf. Das ist die Problematik des Wochenendimkers. Ein Abbruch kommt nicht mehr in Frage und ich hasse es, bei dieser Witterung bei den Bienen zu arbeiten. Ja, das wird schon laufen. So, der nächste bitte drin bleiben. Keine Ausbrecher mehr. So. Die kleinsten da hinten ist eine ganz kleine, die nehmen wir uns. Na komm, er will nicht. So. Ja, langsam herrscht der Betrieb. Abflug. Was mit euch, hä? Wer hat euch denn alle zur Party eingeladen hier, hä? So. Einige Ausbrecher, die jetzt hier herumschwirren, etwas verwirrt sind, kennen ihre Heimat nicht mehr, aber die werden sich hinten in den Völkern einbetteln, da brauchen wir uns keine Sorge machen. So. Oh, noch ein kleines Kerlchen, komm raus da. So. Noch einen guten Kandidaten raus hier. Da haben wir ihn. Oh, der hat sich verabschiedet. Dann nehmen wir uns den hier vorne, der sieht auch gut aus. Am besten ist, wenn man sie von hinten kriegen kann. Dann stehen sie ein wenig über, aber es klappt nicht immer. So, habe ich wieder einen. Den so vorsichtig abzustreifen. Manche wollen nicht. Was ist hier los? Runter mit dir, Kerlchen. Wenn es nicht geht, nehmen wir uns den neuen. So viel Verlust haben wir hier auch nicht. So. No, das kann man besser hinkriegen, aber ja, was soll man tun? Ja, da schlüpft gerade eine Biene.
Situation kann man auch mal ganz freundlich sein, Geburtshilfe spielen. Und eine Biene erblickt das Licht der Welt. So, wer aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich den Anbrüter mit V1 markiert habe. 15 habe ich jetzt rausgenommen aus V1. Jetzt ist Folge Nummer 2 dran, weil ich möchte Inzest an meinem Bienenstand nach Möglichkeit vermeiden. Und aus dem Grunde nehme ich noch Zuchtstoff aus einem zweiten sehr guten Volk, was sehr gut geeignet ist. Wir sehen uns wieder, sobald ich die zweite Wabe habe. Bis gleich. So, ich habe heuer das Glück, dass ich bei der Zuchtauswahl wirklich die Qual der Wahl habe. Wer meinen Beitrag zum Bienensterben dieses Jahr gesehen hat, hat gesehen, dass die Varroa mich und meine Bienen heuer stark gepeinigt hat. Das Video habt ihr ja wirklich fleißig geklickt, ich muss mich dafür einmal bedanken. Und ja, der war nix. Meine verbleibenden Völker spielen alle sehr gut mit dieses Jahr, haben sich sehr gut entwickelt und vor allem habe ich an meinem Bienenstand einen nahezu legendären Sanftmut. So, ist er bereit? Obwohl Gewitter in der Luft liegt, sind die Damen wirklich cool, selbst die, die hier herumschwirren und ausbrechen aus meinem Anbrüter. So. Bleiben sehr gelassen bei dem, was ich hier tue. Ja, das ist. Achso, habe ich das falsche Ding erwischt? Muss vorsichtig sein. So, eine Winzlinge am Abstreifen hier. Wunderbar. Hier habe ich eine deutlich bessere Wabe erwischt. Hier habe ich wesentlich bessere jüngere Maden drin, muss ich dazu sagen. Aber auch die anderen sind noch nicht so alt. Da habe ich ja frisch geschlüpfte Biene schon wieder rumlaufen. So, und bei diesem Volk, da wird sich viele wundern, warum ich dieses hier zur Zucht genommen habe. Aber das hat einen Grund. Und zwar war das hier ein absoluter Schwächling vor 4 Wochen noch. Wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, dass er durchkommt. Und ich habe ihn als Experiment einfach stehen gelassen und mit ein bisschen Futter getuned. Also ich habe hier nicht Sanierungsaufsätzen oder ähnliches betrieben, sondern einfach nur 1-2 Futterwaben dazu gehängt und ihm ausreichend Brutraum gegeben. Dieses Volk hatte am Ende des Winters, tatsächlich im Anfang März, Ende Februar, 2 Einheiten Brut. Auf 2 Seiten. Also dort eine Einheit, da hinten eine Einheit. Inzwischen habe ich Anfang Mai und habe 4 solche Brutwaben auf Breitwabe im Volk. Und das hat mich zur Entscheidung gebracht, auch wenn dieser Kerl hier ganz schwach aus dem Winter gekommen ist, so schwach, dass ich fast schon auflösen gedacht habe, erst. Ich habe den falschen erwischt. So schwach, dass ich fast schon an Auflösung gedacht habe, geht er doch in die Zucht rein, weil dieses Material möchte ich mir an meinem Stand erhalten, wer so viel Überlebenswillen zeigt, gehört definitiv belohnt. So. Wie ihr seht, auch die Ausbrecher bleiben sehr gelassen. Ich habe heuer wirklich einen wirklich tollen Sanftmut da. Keinen einzigen Stecher am Stand. Ich habe noch heuer noch, und das muss ich auch mal auf Holz klopfen hier, nicht einen einzigen Bienenstich davon getragen. Und das, liebe Reinzuchtfanatiker, mit Völkern, die nur
aus Standbegattung stammen. Was ist das? So. Na, was ist mit dir? Bist neugierig? Schwer ab, du. So. So, das ist mal die Situation, die ich hasse. Ich hasse es, wenn sie mir ins Gesicht fliegen. Und aus dem Grunde arbeite ich sehr gerne mit Schleier. Na komm raus. Diachi. So. Sind wir die ganz kleinen Kerlchen. Da unten haben wir noch ein paar. So. Hier liegen zwei in einem. Das war nicht viel zu heißen. Dieses Volk habe ich gerade übrigens erwischt. Hier hingen tatsächlich schon erste Ansätze von Schwarmzellen. Spielnäpfchen drin. Aber es war noch kein einziges Ei reingelegt, noch knollig bestiftet. Ach, so. Das hieß rechtzeitig brechen, war mir möglich, aber ich muss das Volk tatsächlich im Auge behalten. Das heißt, es ist auch wirklich explodiert von der Bienenmasse hier, muss ich sagen. Dafür, dass es wirklich nur zwei Einheiten Brut hatte vor nicht einmal 6 Wochen oder nicht mal 8 Wochen, hat es sich wirklich schnell aufgebaut. So. Ach, der wird nichts. Das ist eine sehr fummelige Arbeit. Achso. Mal wieder. Haben wir ja schon. Wir haben einen Ausbrecher hier auch. So, wenn man sich dann verzählt, mein kleines Problem. So, kommen wir damals wieder. Wieder zurück zum Start. So, was ist denn das Ding hier mal raus? Na, den habe ich schon mal versucht, so wie es aussieht. Gemacht.
Und last but not least. Soweit, so gut. Das heißt, unser Armbrüter ist jetzt fertig besetzt. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Den letzten Ausbrecher noch wegscheuchen hier. Brauche ich euch erstmal nicht mehr hier. So. Egal, ich sage ja, ich hasse es, wenn sie mir ins Gesicht fliegen. Das macht auch den größten Bienenfreund manchmal nervös. So, ab die Post mit dir. So, weg. So. Machen wir mal zu. So, das war die ganze Kunst. Der Anbieter ist besetzt. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Morgen werden wir ihn kontrollieren, ob unser Anbieter hier wie viele Zellen angenommen werden von unseren Larven und ob wir guter Dinge sein können. Das Wetter hat sich Gott sei Dank gehalten, das Gewitter hat sich verzogen, das freut mich natürlich. Dennoch habe ich den Vorteil natürlich jetzt, ich werde hier jetzt erstmal schön hier an eine windgeschützte warme Ecke stellen und heute Abend lasse ich den Anbrüter einfach in meinem Kofferraum vor meinem Auto stehen und dann hält er ganz gut die Wärme, weil wichtig ist, dass sich hier oben, wo sich die Weiselnäpfchen befinden, jetzt Stauwärme entwickelt, das brauchen wir. So, den Rest erledigen die Bienen und wir bringen unseren Anbrüter zurück zum Stand.